Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Krüger, ich verbessere Sie ungern, aber Sie sprachen die ganze Zeit immer von der Sexualität der Menschen. Darum geht es nicht. Es geht um sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität. Wenn man hier von Sexualität spricht, dann klingt es immer so nach etwas frei Gewähltem. Und dann stelle ich mal die Frage in den Raum, wann haben Sie sich denn entschieden, heterosexuell zu sein? Und Sie gestatten mir den kurzen Rekurs auch auf die Kollegin Seibelt in ihrer Rede heute früh. Sie sagte, der Kampf gegen Diskriminierung ist mehr als die Änderung von Gesetzen. In der Tat. Deshalb hat der Berliner Senat und die Mehrheit hier im Abgeordnetenhaus 2009 die Initiative für Selbstbestimmung und zur Akzeptanz sexueller Vielfalt auf den Weg gebracht, weil wir der Überzeugung waren, dass der Kampf gegen Diskriminierung rechtliche Gleichstellung beinhaltet, aber weitaus mehr. Und deshalb haben wir damals ein Themenpaket vorgelegt, was in der Tat europaweit einmalig war. Berlin war Spitze damals. Und in einem Akteursnetzwerk aus Politik, Verwaltung, Gruppen, Vereinen und Verbänden ist ein Maßnahmenpaket entwickelt worden, was in Europa einmalig war. Es ist vielfach kopiert worden. Berlin hat Preise und Anerkennung dafür bekommen. Und in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, ist es aufgegriffen und variiert worden. Berlin hatte damals einen Trend gesetzt. Dann kam die Wahl 2011. Und in der Koalitionsvereinbarung von Rot-Schwarz stand der Satz, ich zitiere ihn auch nochmal, die Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt und das Bündnis gegen Homophobie, werden fortgeführt und weiterentwickelt. Nun, bei dieser Ankündigung ist es leider geblieben. Die Anträge, die von der Opposition, also von den Grünen und uns und den Piraten vorgelegt wurden, 2012, lungerten in den Ausschüssen vor sich rum. Darüber wurde nicht diskutiert, sondern das geschah erst im letzten Mai. Und stattdessen kamen Sie hier mit zwei Anträgen an, die Fortschreibung der ISV 1 und 2, wie Sie das nannten. Und ich will jetzt mal nur auf einen eingehen, nämlich den Geschichtsantrag. Der Kollege Schreiber hat gesagt, hier werden Zeitzeugeninterviews geführt. In der Ausschussberatung haben wir doch gesehen, da werden 3 Zeitzeugeninterviews pro Jahr geführt. 3. Und das soll die Bewahrung des Gedächtnisses unserer Community sein, wenn es um Verfolgungsgeschichte geht. Und ich glaube, da muss einfach mehr gewacht werden. Das ist zu wenig. Im Fakt haben Sie die ISV stillschweigend abgewickelt. Im Doppelhaushalt 14/15 wurden die Aufwendungen, die immerhin im Doppelhaushalt 10/11 noch 2,1 Millionen Euro betragen haben, zusammengestrichen. Und wiederholt, selbst die Schwusos haben 2014 festgestellt, im aktuellen Haushalt sind es knapp noch 500.000 Euro. Das ist deutlich weniger als unter Rot-Rot. Nun, nach den Versprechungen im Koalitionsvertrag, neue Versprechungen. Es wurde uns im letzten Jahr angekündigt, 8 Einzelanträge, 2, wie gesagt, sind es geworden. Heute neue Versprechungen. Nun ja, wir werden gucken, was man kommt. Und wenn ich Herrn Krüger höre, nun, dann hört sich das eher so an, hört mal zu, ist alles in Butter, macht euch mal keine Sorgen. Frau Kollath hat im Ausschuss die Schwerpunkte des Senats benannt, die mit ihren Anträgen, die Sie ja vorgelegt haben, nichts zu tun haben. Da geht es nämlich um Trans- und Intersexualität, da geht es um Geschichte, da geht es um Antigewaltarbeit und da geht es um die Stärkung des internationalen Engagements. Als 5. nannte sie noch die Flüchtlinge. Den haben wir, glaube ich, aber auf die Agenda gesetzt mit unserem Antrag. Sie können gerne nachlesen, die alte ISV hatte 7 Schwerpunkte. Bildung war ein wesentlicher davon, darüber wurde noch gar nicht gesprochen. Zum Flüchtlingsantrag ganz kurz. Wir haben den Antrag vorgelegt. Ich bin sehr dankbar, dass Sie in Ihrem Änderungsantrag wenigstens 3 Schwerpunkte aufgegriffen haben, nämlich die Sensibilisierung der Leute in den Unterkünften, die Frage, ob Menschen, die unter Gewalterfahrung leiden, aus den Sammelunterkünften rausgeholt werden können und das Engagement auf Bundesebene. Aber die Beratungsangebote, die haben Sie rausgelassen. Und nun stelle ich Ihnen einfach mal die Frage, da kommen Menschen hier nach Berlin, die eine Flucht hinter sich haben, die vielleicht in ihrem Heimatland nicht gewohnt sind, sehr offen mit ihrer sexuellen Identität oder Orientierung umzugehen.
Und wir verlangen von ihnen, dass sie sich einfach in unsere Gesellschaft so einfinden. Also das, was eigentlich am Anfang stattfinden muss, nämlich Beratung für die Flüchtlinge, sozusagen in den Einrichtungen und durch freie Träger dort, das haben sie einfach aus dem Antrag wegfallen lassen. Und deshalb werden sie gestatten, dass wir dem Antrag leider auch nicht zustimmen können, weil diesen wichtigen Punkt haben sie vergessen. Letztlich, lieber Kollege Schreiber, danke für die Ankündigung, aber mit dem Versenken der Anträge zementieren Sie heute den Stillstand, den wir vorhin in der Debatte zur rechtlichen Gleichstellung von Lesben und Schwulen gesehen haben, nochmal, also durch die Ablehnung. Vielen Dank.